Hey Leute, was geht? Dominik hier und willkommen zu einem neuen Commentary. Ja, hier ein bisschen Black Ops 2, of Hijacked oder wie ich auch immer sage, Hiacat, ja? Nein, Spaß, so. Ja, wir spielen hier mit der MSMC, keine Ahnung, welche Aufsätze, ist ein bisschen länger her. Der Score ist auch nicht so der Burner, ist glaube ich 24-6. Ja, 24-6 müsste das sein. Und, ja. Also heute das heutige Thema wollte ich so ein bisschen ansprechen, welche Modis man am besten zocken sollte, um gute Scores zu erreichen und so weiter. Oder welche gut zum Leveln sind. Ja, welche Extras, also welche Perks man benutzen sollte. Also welche ich eher gesagt so benutze. Und dann auch die Abschussserien, ja. Also als erstes fangen wir mal mit dem Spielmodi an, ja. Herrschaft, Boden, Krieg und Stellung und Sprengkommando sind sehr gut, um hohe Scores zu erreichen. Also die zocke ich zurzeit am meisten. Team Deathmatch nicht mehr so. Vielleicht so anfangs eine Runde, um mich so einzuspielen, ja. Abschuss bestätigt, ist gut zum Leveln. Also da kriegt man ja pro Kill Punkte und dann kriegt man noch Punkte, wenn man die Marken einsammelt und so weiter. Also das ist auch very nice, ja. Ja, jetzt fangen wir mal den Extras an, so. Ich rede ein bisschen schnell, weil wir haben nur so ein paar Minuten Zeit, so 4 Minuten, bisschen weniger. Ja, so 5 Minuten eigentlich, so 4, 5 Minuten, ja. Ja, Extras benutze ich als erstes Hardliner, damit ich schneller die Punkte zusammenbekomme für die ganzen Abschussserien. Kaltblütig, damit mich jetzt Spielerzeugs, also sagen wir mal Loadstar und so weiter nicht auf der Map sehen. Keine Ahnung, ob das jetzt auch für Loadstar ist. Jedenfalls irgendwie spielergesteuerte KI oder irgendwie so ein Zeug oder sowas stand da. Ja, als drittes Gewandtheit, damit ich nach dem Sprinten schneller zielen kann. Ja, hier ein kleiner Fail. Was für ein Kacknoob, ja. Ja, und dann habe ich noch die Semtex dabei, ja. Semtex muss immer dabei sein. Irgendwas zum Werfen, ja. Und ja, Abschussserien. Das ist so eine Sache. Also ich versuche ja jetzt in der letzten Zeit so auf die 50er plus zu gehen, ja, so. Und ja, vor ein paar Tagen habe ich einen 57er zu 10 erspielt. Glaube ich an den Gegner vorbei, der auf dem Boden liegt, ja. 57er 10, was ist, wurde nicht gespeichert, obwohl ich auf Viereck nach dem Spiel gedrückt habe, ja. Da wird dann unten rechts, glaube ich, angezeigt, als Favorit speichern, damit man das besser finden kann. Und naja, wurde nicht gespeichert. Hammer geil, Kinomodus und so. Voll für den Arsch. Ja, jetzt zu den Abschussserien. Ich benutze zurzeit Blitzschlag, Tarnheli und den Loudstar. Vorher hatte ich den Orbital drin. Loadstar und die Hunde ist auch ganz cool. Und naja, dann nochmal für die besseren Spieler Orbital, Hunde und Schwarm. Also der Orbital-Satellit, die Hundestaffel und der Schwarm. Das, ja, das baut eigentlich richtig gut aufeinander auf, wenn man jetzt alles abgesendet hat, also geschickt hat. Dann bekommt man ja die ganzen Punkte. Erstmal wegen dem Orbital, weil der, wenn jetzt deine Teammates Kills machen, kriegt man dann so einen Bonus. Dann, ja, die Hunde machen dann noch ganz schön viele Kills. Der Schwarm macht ganz schön viele Kills. Und das baut dann wieder aufeinander auf, dass man ganz schnell wieder den Orbitalsatellit hat. Wenn der noch zwischendurch so mit der Waffe ein oder zwei Kills macht, geht das ganz schön schnell. Und naja, für die nicht so guten Spieler, ja. Also für Anfang, die echt fast jede Runde einen Abschuss haben wollen, ja. Hier auch den Loadstar verkackt. Ja, nicht Loadstar, sondern den Dings da. Diese komische Raketenscheiße da. Naja, für die nicht so guten Spieler wäre eigentlich Blitzschlag. Nee, Drohne, Blitzschlag und dann noch den Tarnheli. Also der Tarnheli wäre eigentlich ganz okay. So hatte ich das meiste anfangs drin. Hier habe ich irgendwie einfach nur Drohne, Vorräte und den Blitzschlag, keine Ahnung. Da war ich das so ein bisschen Kacknoob, ja. Da habe ich noch mit der MSMC gespielt. Die habe ich vorgestern oder so auf Gold gemacht. Oder bin ich noch gerade dabei? Ich habe keine Ahnung.
Ja doch, ich habe die auf Gold. Ich brauche nur noch zwei Waffen, dann habe ich Diamant, ja. Ich habe ein bisschen gesuchtet. Die PDW, ja, die geht echt ab, ey. Die. Damit haut man nicht jeden weg. Aber naja, ist auch nicht so das geilste Gameplay hier. 24-6, wie schon gesagt. Ist so, naja. Ich habe so noch so ein 43er Gameplay und so auf der Platte, aber das behalte ich noch ein bisschen für ein Dual-Commentary, wo ich ein bisschen mehr labern kann, ja. Hier noch schön die Vorräte raushauen. Aber dann ist das Spiel auch schon zu Ende. Und naja, ich versuche jetzt ein bisschen alles auf Diamant zu machen. Und dann noch so, nebenbei, wir haben gerade 9 Uhr, ja. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.